So, und wieder einmal geht's weiter mit Satisfactory und gleich eine kleine Umfrage. Jetzt habe ich in den letzten zwei Videos doch immer öfter wieder gehört, Markus, 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 ich hätte gern mehr Spielzeit. Ich finde eine Stunde besser. Und tatsächlich muss ich sagen, ich fühle mich jedes Mal gehetzt bei einer halben Stunde. Macht das jetzt aber erstmal noch weiter und werde euch hier gleich eine Umfrage einblenden. Und da wäre es cool, wenn ihr einmal teilnehmt und mir sagt, was ist euch lieber? Halbe Stunde oder Stunde? Und je nachdem, wie das Ganze aussieht, werde ich dann zumindest mein Satisfactory-Programm daran anpassen. Wie klingt das? So, wie dem auch sei, ich bin jetzt aber erstmal hier an der Mam und will nämlich erforschen. Jetzt geht's nämlich, wir steigen gleich wieder voll ein. Halbe Stunde ist nicht lang, ich habe keine Zeit für so ein Fuddel. Intelligente Splitter haben wir jetzt. Ne, programmierbare Splitter. Das ist ja noch viel cooler. Aber können wir noch nicht. Aber die Klingenläufer, die machen wir uns jetzt einmal fertig. Dann nehmen wir unseren Stuff hier mit. Wie? Was ist denn hier los? Wieso bin ich so maximal überfüllt? Okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall keinen Kupfer. Deswegen lasse ich das einfach mal hier. Also kein Kupferblech zumindest. Und dann wollten wir hier weitermachen. Wir wollten unseren KI-Begrenzer ans Laufen bringen. Dafür brauchen wir aber Kupfererz. Ne, gucken wir mal, wir hatten hier ja die erste Quelle. Ob wir hier noch was in der Nähe haben. 42, 400 Meter. Das ist bei einer Quelle, die ich anscheinend schon geschlossen habe, so halbwegs. Und in die Richtung 500 Meter. Ich glaube, in die Richtung 500 Meter finde ich richtig gut. Da können wir das nämlich über die Brücke führen. Haha, wie gut ist das? Das klingt verdammt nach, das liegt da hinten auch gleich irgendwo. Das nehmen wir mit. Können wir uns noch einen Schlucken? Oh, ich sehe gerade, ist ein Update da. Das ist ja gut. Ich habe hier jetzt mehr Leisten. Wie kann ich die denn durchschalten? Da muss ich ja direkt mal hier reingucken. Nee, nicht Einladung. Option. Und Steuerung. Tüdelüdelüdelüd. Crouch. Build Menu wollen wir nicht. Dismantle wollen wir auch nicht. Ah, hier, Shortcut 1. Hier. Alt und Mauswheel. Okay. Oh ja. Schön. Das finde ich klasse. Dann richten wir uns das auf dem Weg gleich ein. Dann kann ich mir jetzt eine Sa Seite für Fundamente machen, eine Seite für Fließbänder, eine gemischte Seite, weil ich das gerne so habe. Klick. Und die Icons wurden ein bisschen geändert, würde ich sagen, oder? Die sehen doch jetzt ein wenig anders aus. Oder irre ich mich total? Ich meine nicht. Ach, hier steht schon wieder alles still, weil kaum mehr Strom gebraucht wird. Und zack. Zack. Oh, vielleicht habe ich mich doch ein wenig ortstechnisch vertan. Ah, da liegt noch ein Schneckchen. Und da ist noch Eisen, das wir erschließen können. Aber das will ich gar nicht erschließen jetzt gerade. Oh, das ist mittlerweile ganz schön hoch hier. Autsch. Da muss ich mal was dran tun, ne? Das geht ja so nicht. Das kannst du ja keinem antun. So, jetzt habe ich natürlich nichts im Inventar frei, ne? Scheißegal. Ich brauche jetzt auch keine Schnecken. Hier ist Kalkstein. Da ist Eisen. Ich glaube, da oben ist das. Oder nicht? Oh. Wer will aufs Maul? Das ging richtig gut. Nochmal scannen bitte. Das kann nicht mehr weit sein. Und der Meter ist ums Eck. Kicken wir doch mal. Da ist doch bestimmt auch nicht nur eine Kupferquelle oder was. Da! Tada! Das war ja einfach. Ja, so ein paar Creeps hier. Na, lässt du das wohl bleiben? Schweinchen schlau. Gibt auf die Nase. Und zwar nicht zu knapp. So, legen wir einmal Beton ab, damit wir hier auch ein bisschen Kupfer abkloppen können und dann geht das gleich los.
So weit müssen wir ja zum Glück nicht. Es ist ja alles relativ ums Eck. Klock, klock, klock. Na komm. Geht doch. Dann schmeißen wir den Scheißköpfe hier einfach mal in den Dreck. Weil braucht kein Mensch. Und dann habe ich erstmal gar nicht alles auf der Hand, um meine zu bauen. Und eine Werkbank und Ausrüstungsteil hier. Und dann komm, mach hin. Und dann zimmern wir. Ach, ja, Inventar ist voll. Ich hab's verstanden. So, jetzt aber. Ich laufe immer so unvorbereitet los, ne? Hier ist mal das Gleiche. So. Und dann ziehen wir hier einmal unsere Mine fix hoch. Meiner Mark 2. Was fehlt denn da jetzt? Stahlbeton. Na, leck mich fett. Den, ja, muss ich nochmal wieder ablegen. Ach, ist doch scheiße, ey. Bin ja gar nicht genervt. Von so einem Fuddel hier. Wie gesagt, Zeit, dass ich das automatisiere. Dass ich das einfach einpacken kann und gut ist. Brauche ich nachher eh für irgendwelche Förderbänder, wenn ich mich nicht irre. Von daher ist früh vielleicht gar nicht verkehrt. Zack. So. Darf ich jetzt? Na, geht doch. So. Alles wieder mitnehmen. Meins. Scheiße, das hätte ich jetzt nicht aufnehmen sollen. Das kann weg. Und dann fehlen hier irgendwo noch 100 Rohre. Da sind sie. So. Jetzt habe ich natürlich hier meine ganze Statusbar nicht mehr so, wie sie sein sollte. Ne? So. Du kannst von mir jetzt auf die 3. Auf die 4 kommt auf jeden Fall er hier. Und für jetzt gerade reicht das eigentlich so, wie es ist. Jo. Zack. Zack. Und gut ist. Nehmen wir gleich noch ein bisschen Dings mit. Na komm. Bisschen Strom. Daran soll es am Ende nicht hapern. Und dann ist da hinten schon unsere Brücke. Wie gut ist das? Das ist ja quasi ums Eck. Ich hätte auch gleich mit Fundamenten hinbauen können. Fällt mir dabei gerade mal so ein. Das wäre gar nicht mal so weit gewesen. Zack. Zack. Strom nehmen wir auch gleich mit. Dann läuft das Ding auch gleich. Das ist ja super gut. So. Dann muss hier wohl oder übel mal die Kettensäge ran, oder? Hab ich die nicht im Inventar? Boah, die neuen Sound gekriegt. Ja, und sie nervt jetzt nicht mehr, wenn sie hier im Stillstand ist. Das ist ja irre gut. Sie fadet noch ein bisschen komisch aus. Aber sie nervt nicht mehr so. Ah, und sie macht nicht mehr auf einer ganzen Fläche alles kurz und klein. Sondern mehr oder minder das, wo man draufklickt tatsächlich. So, jetzt brauchen wir Fundamente. Ach, ich mache hier gleich wieder alles fertig. Das war die 7. Das war die 0. Reicht erstmal. Den Rest mache ich nachher, wenn ihr nicht da seid. Damit ich euch damit jetzt nicht auf den Zünder gehe. Ich habe gedacht, ich müsste hier ewig weit, aber es ist ja wirklich massiv ums Eck. Beim Anschmeißen nervt es immer noch. Naja. Manchmal ist das so, ne? So, das heißt, hier müssen wir schon hochgehen. Was ein Mist. Ja, dann machen wir das einfach. Und sogar recht steil, wenn ich das richtig sehe. Na komm. Ne, da brauche ich so ein Eckstück. Da will ich so ein Eckstück haben. So, so, so. Können wir jetzt mal ein Stückchen weiter. Ich meine, hier kommen eh noch keine Fabrikanlagen hin. Da muss man jetzt auch nicht so kleinlich sein, ne? Zack. Nochmal. Da bauen wir mit Eckstücken nachher. Und dann kann der Scheiß hier rauf. Zack, zack.
Mensch, könnte man ja glatt mal so ein Update-Video machen, ne? Was hat sich geändert? Ich meine, ich bin da jetzt vielleicht nicht der größte Experte für, aber... Ganz kacke ist die WDE vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, ich habe dafür einfach nicht genug Erfahrung mit den höheren Tiers, als dass sich das wirklich lohnen würde. Also von der Sache her hätte ich da, glaube ich, Bock drauf. So, da ein hin. Na, kommen wir da rüber. Na, aber Kotzgrenze. Super. 1, 2, 4, ja gut. Ich weiß nicht, ob wir da drunter durchkommen tatsächlich. Na? Na, leck mich fett, das habe ich gemessen, ey. Aber sowas von. Oh, jetzt haben wir den Strom vergessen. Den sollten wir vielleicht mitnehmen. Komm, put, put. Wo ist er? Da ist er. Nochmal da auf die Ecke. Ja. Das geht klar. So, so. So. Und. Geht natürlich wieder nicht. Super. Und dann muss doch hier irgendwo schon unser Stromnetz laufen. Genau. Zack. Und dann läuft das Teil auch. Sauber. So, die sind alle noch leer. Dann würde ich sagen. Gehen wir doch direkt da ran, oder was? Und dann sind wir mit dem Organisieren auch schon fertig. Und können tatsächlich schon anfangen. Den Scheiß ranzuschippern. Zack. Die sind ja alle noch leer. Oh. Okay, sogar ein höher ran. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob... Moment mal. So. Liegt da noch was drauf? Nö. Schön leer. Sauber. Das ist ja herrlich. Dann... kann das jetzt fleißig laufen. Und da kommt auch schon Kupfer. Sehr schön. So, wir haben Kupfer. Hat nur... Boah, bisschen über 10 Minuten gedauert. Perfekt. Ich hoffe nur, es läuft jetzt auch durch. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt noch mit dem hier einen Knick irgendwie drin habe. Was natürlich sein kann. Von da hinten kommt einfach ganz schön viel Stuff. Hier kann man so schön weit laufen. Hier kommt die Kohle reingelaufen. Und dann... Lucky Lucky. Alles frei. Komplett. Perfekt. Aber ich glaube, hier hinter habe ich noch irgendwo ein bisschen was liegen. Ja, da oben liegt doch was. Irgendwas liegt da drauf. Ich habe keine Ahnung was, aber es muss weg. Das geht so ja nicht. Das verstopft mir die ganze Anlage. So, wohin geht das? Ich glaube, da ist schon alles leer, oder? Oh, zur Sicherheit das noch weg. Und dann soll es passen. Dann haben wir da, glaube ich, nur noch Kupfer. Zack. Und hier auch rüber und... Na komm. Hier runter, da lang und dann sind wir tatsächlich schon da. Wie gut ist das denn? So, und dann können wir diesmal tatsächlich... oben rüber oder gehen wir wieder runter? Ne, wir machen hier aber einen größeren Förderpool, oder? Man hier einfach nochmal einen rauf. Zack. Und dann setzen wir hier direkt nochmal einen neben. Eisekalt. Wie habe ich denn das hier gemacht gehabt? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube tatsächlich einfach hier mit denen, ne? Mal gucken, ob das passt.
mal immer so. Zack. Und dann nach oben. Ein höher muss es. Ja, wir kicken mal. So, da einmal den Eingang. Ich brauche eigentlich zwei Eingänge da. Es wäre eigentlich viel klüger, das hier hinten zu machen. Weil hier muss ja der Turbodraht auch noch raus, ne? Den ich gleich brauchen werde. Wenn die... Wenn man mal hier doppelt. Zack. Und dann... Oh, ich sehe gerade, das passt hier von der Position her gar nicht. Ich bin auch gar nicht so gesprächig, merkt ihr das? Nervt mich ein bisschen. Aber es ist heute einfach auch fecke warm, ey. Meine Güte, ist das heute warm. Ich glaube, ich mache das einfach mal so. Und dann gucke ich mal, ob ich mir die Wandhalterung schon holen kann. Kommt das hier weg? Ist der jetzt richtig rum? Niemand weiß es. Wir sehen es gleich. Ach, scheiße. Das ist doch Mist. Dann muss das hoffentlich so funktionieren. Ja, tut's. Mit Kotzen. Markus kotzt und sagt... Oh. Nee, komm. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das spiele ich so nicht mit. So schon eher. Ja, da überlappt sich nichts. Sehr schön. So, der fördert ganz offensichtlich auch hoch. Das ist gut. Und dann brauchen wir jetzt auch mal einen Schredder. Zufällig einen hier? Nö. Aber die Tickets sind eh da oben. Hm. Dann holen wir uns einmal die Wandhalterung und dann lassen wir das gleich schön hier rüber laufen. Oder? Da brauche ich gar nicht zwei, da brauche ich nur einen. Hm, wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich habe eine Idee. Nee, da kann ich keinen Zweieingang hinmachen, weil dann habe ich den Scheiß da als Problem. Aber wie mache ich das denn? Ich habe echt keine Ahnung gerade. Scheiß drauf, wir machen da jetzt so ein einzelnes Tor hin. Na, so. Dann kommt das halt von da. Dann wird da halt erst Kupfer produziert und irgendwo weiter hinten kommt der andere Scheiß zusammen. So, dann bist du aber nicht hoch genug. Und da muss definitiv noch erst eine Scheibe und dann ein Eingang. Zack. Brauche ich für Kupferblech brauche ich nur das eine, oder? Ich meine schon. So, dann machen wir einmal, wie mache ich denn das da oben am besten? Ich glaube... Ich mache das tatsächlich einmal so. Ach, scheiße, ey. Echt nicht? Ach komm, das wäre so gut gewesen. Moment. Wir machen das. Ich habe Ideen. Ich habe Ideen. Ich glaube, ich bin KLUK. Ne, das war nicht schlau. Das war nicht KLUK, so viel sei schon mal gesagt. Das war sehr, sehr dumm. Aber ich habe Ideen und das ist wichtig. So, machen lassen wir das nämlich so. Da kommt ein Tor hin. Zack. Ah, hier kann ich keine Wand lang ziehen. Ist doch scheiße. Mann, ey. Aber ich mache das einfach trotzdem. Ich mache es halt ein bisschen anders, aber ich mache es. Zack. 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 Ah, falsch rum. Scheiße, ey. Das verzieht auch immer wieder. Das ist zum Kotzen. Jetzt hab ich die falschen ausgewählt. Da. So. So. Und so, so. Du kommst weg. Dann machen wir da einen Wareneingang rein.
komm, das ist doch scheiße. Ja, dann mach halt so. So, und dann aber, da lang. Ja, natürlich. So, und das wieder weg. Ist jetzt ein zu flach? Ne, kann ich mir das hier nämlich sparen. Und dann habe ich immer noch dumm gedacht. Aber naja. Nee, das passt schon. Genau, jetzt machen wir nämlich Logistik. Das müsste gehen. So und so. Dann kommt da ein Lift ran. Ich brauche hier nämlich doch einen doppelten. Zack. Jetzt kriege ich den da. Oh, Nerv, ey. So, komm, ab hinter. So, ihr werdet gleich sehen, was ich vorhabe. So. Das kommt weg. Jetzt müsstest du hier auf jeden Fall schon mal rangehen. Ich habe es beim letzten Mal so umständlich aufgebaut, ne? Und jetzt reiße ich das einfach binnen Minuten wieder ein. Naja, gut. So. So. Naja, so ist richtig. So, dann habe ich hier quasi so eine Vorhalle dran. Das kann ja nämlich weiterhin hier rüber. Muss ich gucken, dass das Richtige rüberläuft. Kriterium. Natürlich. Das ist gar nicht so schlimm jetzt. So, da ist Katerium. Das geht dahin. Und da ist Kupfer. Das geht dahin. Hoffe ich. Ja. Das ist das Katerium. Und das muss nach da. Und das wird wahrscheinlich nicht klappen. Ne. Also bauen wir da einfach nochmal ein Förderband hoch. Zack. So. Und von da nach da. Ich weiß nicht, ob das, also ich kann überhaupt nicht erkennen, ob das gerade ist. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, da muss ich nochmal einen Schritt höher. Das dauert doch wieder ewig. Das wird doch wieder nix. Das wird tagelang wieder nix. Jetzt geht's. Das ist zumindest die richtige Höhe. Und dann ziehen wir da Wände lang. Zap, zarab. Na komm. Glaub, da mache ich dicht. Das sieht sonst scheiße aus. So, denn hier auch dicht. Nee, da mache ich auch so eine Sichtluke rein. Ja. Ja. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich reise ich das zur nächsten Folge wieder ab. Aber das macht euch macht gar nichts. Kümmert euch nicht weiter rum. Das ist so. Manchmal bin ich komisch. So, dann haben wir hier erstmal den Zulauf. Da muss ein Tor rein. Great Wall. So, dann haben wir da oben Kupfer. Herrlichst. Vielleicht mache ich das am Ende auch komplett dicht. Ich glaube, das wird mir besser gefallen. Ja. Ja. Ich will das dicht haben. Da unten lasse ich die Fenster. Die finde ich noch ganz cool. Aber da oben kommt das dicht. Das will ich so nicht sehen. Zack, zack. Und ich freue mich schon drauf, hier die Hotkeys festzulegen. Man darauf aufpassen muss, dass die richtig rum sind, ey. Ich find's so asig. So, 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 so. Kann ja auch ruhig ein bisschen flacher sein als das Hauptgebäude. Ich meine, da geht es ja wirklich nur darum, Rohstoffe zuzuführen. Das ist ja nun kein Hexenwerk, ne?
So, das kommt nachher gleich ein Schredder. Das kann eigentlich weg. Die müssen da nicht rumstehen. Und dann sieht das doch ganz gut aus. Nichts irgendwie im Weg. Da oben muss noch eine Decke reingezogen werden. Wieso? Nicht genug Freiraum. Ehrlich? Das ist... Ach komm. Das ist doch scheiße. Das nervt mich. Ist das Ding genauso hoch wie... wie das gesamte Fabrikgebäude. Das finde ich, glaube ich, ganz schön assig. Wie meinen das? Ich habe eine Idee. Ich kann doch einfach... da einfach noch eine draufsetzen. Na komm. So. Und dann mache ich... Double Ram. Echt, da ist auch was im Weg. Ah, so geht's. Ja, perfekt. Glaube ich zumindest. Ja. Dann ziehen wir das noch rüber. Einen zumindest. Haben wir hier noch Luft? Ne, hier ist keine Luft mehr. Schade. Einmal der drüben hätte vielleicht cool ausgesehen. Und nochmal so ein kleines schmales Fundament daneben. Zack. Denn passt das doch. Gut, da ist irgendwie ein Luftschlutz, aber das irgendwo muss ja Abluft hin. Ne? Also jetzt wären wir mal nicht zu genau. So, wir haben Kupfer da oben. Uns haben wir da selbst noch nicht oben. Das ist ein bisschen doof. Also müssen wir doch erstmal Treppe hochbauen. Ich finde ja die Dinger immer noch absolut scheiße, ne? Die nerven mich ja massivst. Das nervt mich jedes Mal. Jedes Mal der gleiche Scheiß hier mit. Und ich kann nicht hier so einen Treppen... kann ich hier so einen Treppengang ranbauen? Ich glaube schon, oder? Ja. Ich glaube schon. Ja, hier. Jetzt mal irgendwie hier hin. Komm schon. Ach. Ey, die sind so ätzend frickelig, ey. Ich weiß nicht, warum das so kompliziert sein muss. So. Zack, da hoch. Du kommst weg. Oder brauche ich, kann ich hier Treppe reinbauen? Nee, das wird nix. Das wird eigentlich auch nix. Wie mache ich denn das am dümmsten? Ich glaube, ich mache das am dümmsten so. Na, geht doch. Oh, wie ich diese Teile hasse, ey. Ich meine, sie sehen ja ganz cool aus, ne? Aber sie sind einfach nur... so unglaublich nervig. Und jetzt komme ich da nicht dran vorbei. Na, natürlich. Na, natürlich. Wie soll das auch anders sein? Gehen wir halt einmal da hinten. Mir doch egal. Ich muss da eh nur einmal hoch den Scheiß bauen. Und dann muss ich dann nie wieder hin. Von daher ist das eh alles nur blanke Deko hier. Zack. Natürlich. Ach, komm schon, ey. Komm schon, komm schon, komm schon. Was soll das denn? So. Spiel, kannst du mir jetzt mal nicht mehr auf die Ketten gehen, bitte. Bitte, bitte. So, 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 so. Und dann hier... oh, tatsächlich so. Und so. Tada. Jetzt eigentlich eine Wand mit zwei Türen. Wäre auch cool, ne? Fände ich, glaube ich, auch gut. Aber ich mache wieder so ein Ding hier. So. Und dann sind wir hier oben. Und dann haben wir doch tatsächlich hier Kupfer. Wie gut ist das? Dann kommt da ja jetzt auf jeden Fall eine Schmelze hin. Aber ich gucke jetzt erstmal, was ich für die KI-Dinger brauche. Dafür kommt hier jetzt erstmal so ein Manufaktor hin. Den Zimmer mal.
Nee, eigentlich will ich die nie am Ende haben. Mit einem Container? Ja, mit einem Container. Also ist er am Ende hier. Oh Gott, den jetzt noch mittig ausrichten. Na, 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 machen wir so. So, KI-Begrenze. Oh, der braucht gar nicht mal so viel Kupfer. Das ist ja nix. 25 pro Minute. Wie viel stellt einer hierher? Kupferblech. Kommt 10 pro Minute raus. Dann reicht ja einer. Das ist ja fast eine Verschwendung. Ne, 25 brauchen wir. 25, 10, also 3 Stück. 3 Konstruktoren. Und eine Schmelze spuckt aus. Wie viel? Die können wir schon mal richtig setzen. So. Kupferbarren. 30. Du brauchst 20, also 60. Brauchen wir 2. 2 Smelzen. Kriegen wir da hin. Daran soll es jetzt ja nicht scheitern. Zack. Ach, gleich sauber ausgerichtet. Herrlich. Herrlich. So, dann machen wir einmal. Da kommt gleich so ein Splitter ran. Eigentlich kann der auch. Nee. Kann er nicht. Kann er nicht. Der muss dahin. Logistik. Förderband Splitter. Intelligenter Splitter. Ja, den brauche ich ja jetzt nicht. Ne, da reicht mir ja ein ganz normaler. Der soll ja hier einfach nur den Output halbieren. Zack, zack. Dann könnt ihr beide Kupferbahn machen. Haben wir dann 60. No Power, ja, ja, aber sie selber. Sollt ihr auch noch gar nicht. Dann führen wir die beiden hier hinten wieder zusammen. Mit einem Fusionator. Und geben das hierhin aus. Und danach wird es dann wieder ganz genau gedrittelt. Zack. Zack. Und zwar, wie stellen wir die denn am besten? Wir haben ja recht viel Platz. Ja, können wir doch eigentlich da die Splitter hinhauen. Ja, ich muss das System dann halt erst voll laufen lassen. Ne? Da muss ich ein bisschen drauf achten. Da will ich ein bisschen Platz haben. 1, 2 und 3. Zack. 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 Nochmal voll hier. So, dann 3 Konstruktoren. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht wieder total verguckt. Das wäre irre gut. Nummer 1. Nummer 2. Und warum passt der nicht? Doch, der passt auch. Sehr schön. 1, 2, 3. Dann können wir uns von drin eigentlich fix mal Strom holen, oder? Zack. Ziehen wir weiter Glaswände hoch? Was meint ihr? Ja, oder? Ich finde die ja eigentlich sehr, sehr schick. Ich liebe Glas. War richtig rum. So. So. Können wir hier erstmal eine Stromleitung anbringen. Ich muss nur einmal gucken, wo die hier unten hängt. Ich meine hier in der Ecke. Jo, das ist ja perfekt. Ist ja wie gewollt. Leicht versetzt. Also wenn Kabel durch eine Wand laufen, finde ich das übrigens keineswegs in irgendeiner Art und Weise schlimm.
Ne? Klar, die glitschen hier in dem Spiel irgendwie da durch, aber dass ich jetzt denke, oh, das dürfte aber so nicht sein, habe ich noch nie gedacht. Ne? Die sind schon mal markiert mit Mark 1. So, aber ich setze die erstmal nur hier hin. Oh, die sitzt so hoch, sehe ich gerade. Das ist ja Mist. Können wir da jetzt nicht drüber wegen dieser blöden Bodenplatte? So. Nun geht's. Zack, ab nach unten damit. Was sagt die Zeit? Ja, leicht überzogen, aber fast geschafft. Zack. Ja, ich meine, für ein Kabel kann man doch bohren. Das ist ja kein Hexenwerk, möchte ich sagen. So, dann können wir die aber schon mal ans Laufen bringen. Da muss ich dann aber ein Stückchen höher. Oh, nee, warte mal. Das ist doch in Ordnung. Zack. Einmal und ein zweites Mal. So, haut raus. 30, 60. Verbraucht. Blech 20. Perfekt. Und haut raus. 10. Dann haben wir hier 30. Und du kannst mir dann geben. Oder brauchst 25. Perfekt. Was will man mehr? So, du sitzt jetzt aber tatsächlich nicht mittig. Logistik, Produktion. Na, bin ich doof? Schmelzofen, Konstruktor, Manufaktor. Boah, komm schon. So, ich glaube, das passt das. Ich glaube, jetzt passt das. Ich hoffe, jetzt passt das. Wenn nicht, passt das eben nicht. Mann ey. So, Logistik. Fusionatoren. Nach da weg. So, dass wir da auf einer Höhe sind. Sehr schön. Passt. Passt. Und passt. Du hier fleißig abführen, fleißig abführen, du nach da, du nach da, du nach da. Ihr seid hoffentlich schon voll, ihr lasst das echt nicht rein, bevor ihr keinen Strom habt, ne? Ihr Assis, ey. Aber gut. Macht gar nichts, wir holen einmal provisorisch Strom, bevor wir das nachher richtig verlegen. Das wird jetzt erstmal nicht richtig abgenommen. Aber ich will das System tatsächlich voll haben. Damit das hier gut durchläuft. Ne, weil wir sind ja hier an der Belastungsgrenze, sage ich einfach mal. Sehr schön. Hier sammelt sich das schon. Jetzt brauchen wir noch Turbodraht. Und den möchten wir von hier bekommen. Und dafür haben wir hier einfach ein Loch in die Wand. Eisekalt. Zack. Richtig rum soll es trotzdem sein. Und so. Und zack. Und dann holen wir uns das von da. Ich glaube, der Container steht da echt noch ein bisschen beschissen. Ich hätte auch einfach eine Wand abreißen können, oder? Naja, gut. Manchmal ist das so. Ist hier jetzt eigentlich nur ein Eingang oder ist hier auch ein Ausgang? Oder kann ich mir das aussuchen? Das wäre richtig cool. Nee, das ist nur Eingang. Schade. Hätte ich schön gefunden, tatsächlich. Aber okay. So. So. Boah, ist ja herrlich. Jetzt habe ich die Wandhalterung nicht, ne? Das nervt. Das nervt massiv. Hole ich die jetzt noch? Ne, ich hole die jetzt nicht. Provisorisch machen wir das so. Dann wird das heute nicht genug Freiraum. Was ist denn da im Weg? Alles ist im Weg. Na herrlich.
Dann kommt hier halt Fledermaus hin. Eine. Nee, da brauchst du nachher mehr. Ach, ich komm da nicht dran vorbei. Das ist natürlich dumm, 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 dumm. So, so. 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 Und dann geht das schon da ein. Tada, Turbodraht. Der dann gleich wieder abgeführt wird. Sehr schön, sehr schön. Und ich habe schon wieder massiv überzogen. Aber das ist scheißegal. Ich will den Piss jetzt ins Lauf kriegen. So, dann gehen wir von hier nach hier. Und hier unten. Kommt fix einmal ein Fördermast dran. Zack. Das passt auch wieder nicht. Passt das? Ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Belüftungsschacht oder so. Ja, hoch geht's auf jeden Fall schon mal. Ob es auch reingeht, ist die Frage. Gut. Gucken wir mal, liegt hier was auf dem Fließbändel? Ja, perfekt. Dann braucht der nur noch Strom und dann kann der fleißig KI-Begrenzer herstellen. Und zwar auf volle Lotte sogar. Das ist ja geil, du. So, die lasse ich noch voll laufen, bevor ich das andere Ding anschmeiße. Dann lasse ich hier einmal die Bänder komplett füllen. Damit hier auch alle genug bekommen. Weil ansonsten wird das eng. Und dann, tada, haben wir KI-Begrenzer. Das hat auch wieder geklappt. In der nächsten Folge werden wir dann hier unser Gebäude ein bisschen fertig bauen. Gucken, dass das alles ein bisschen schick aussieht. Das sieht irgendwie seltsam aus da oben, oder? Findet ihr das nicht auch? Warum ist das so? Warum sieht das so komisch aus? Wir nehmen das mal. Und dann mach mal daneben. Geht nicht. Hm. Egal. Das ist jetzt einfach so. Das ist dann einfach so. Wir nehmen das mal nochmal weg. Egal, wir machen das in der nächsten Folge schick. Ne? Soweit gefällt mir das erstmal. Und weil ich euch hier nicht mit so einer kahlen Wand gehen lassen will, machen wir die noch fertig. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und das ist unsere neue Fabrikhalle für KI-Begrenzer. Wie gut ist das? So, ich danke euch wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Stunde wäre tatsächlich viel cooler, finde ich. Aber ich lasse euch das entscheiden. Ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr sie doppelt einblenden kann, aber im Zweifelsfall hier Umfrage. Ne? Einmal abstimmen. Halbe Stunde oder ganze Stunde. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns bald. Und zwar nächste Woche, wenn es wieder heißt Let's Play Satisfactory mit Ragnar. Bleibt gesund. Reingehauen.